Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo kommt von Robert. Und Robert hat das Ganze am 30.12. eingesendet und ein Update am, 21.01. eingereicht. Also wir haben eine relativ aktuelle Version und der Robert schreibt natürlich auch noch eine E-Mail dazu. Er schreibt: Hey Dandy, ich schaue mir gerne deine Touren durch die Zoos an und habe mich entschlossen, dir mein Zoo zuzusenden. Er ist zwar etwas klein, aber den Tieren, Mitarbeitern und Besuchern geht es gut. Du wirst viel Selbstgebautes finden, von Gebäuden und Gehegen. Ich wünsche dir viel Spaß. PS: Wenn die Sonne untergeht, erscheint der König der Tiere im Glanz der Sterne und im Morgenrot der Sonne bei Nacht. Finde ihn als Abschluss deines Besuchs in meinem Königreich. MFG: Robert. Das klingt ja sehr interessant. Das heißt, wir müssen nachher auch noch bei Nacht und sowas mal gucken, bei Sonnenaufgang. Bin ich sehr gespannt, ob wir den König der Tiere finden können, aber ich denke schon. Und ich freue mich jetzt auf deinen Zoo, Robert. Und da sind wir auch schon im Zoo angekommen. Das Safe-Game heißt übrigens Wild Africa, also ich gehe davon aus, dass der Zoo so heißt, aber das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Gäste sind noch aktiviert, ich habe nämlich sehr gute FPS, worüber ich mich sehr freue. Das ist ja bei Planet Zoo eigentlich schon eine Besonderheit. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los und dann schauen wir mal, ob uns die Gäste stören oder nicht. Okay, ich finde es jetzt schon störend, muss ich sagen. Vielleicht können wir die mal eben ein bisschen runterstellen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Machen wir hier mal eben. Das kann man nämlich hier einstellen. Gästeeinstellung. Und da kann man die Anzahl der Gäste begrenzen. Machen wir auf 500. Dann sollten wir nicht mehr ganz so viele haben. Es sind jetzt noch 4600 da. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich viel. Müsste jetzt so nach und nach alles ein bisschen runtergehen an Gästen. Also wird mit der Zeit besser werden, Leute. Aber dauert halt, bis die erstmal alle zum Ausgang gekommen sind. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das passt, denke ich mal. Wir laufen einfach mal los und übersehen jetzt hoffentlich nichts. Hier geht's in den Eingangsbereich. Und wir scheinen erstmal so in eine Höhle zu kommen. Mit einem Wasserfall drüber. Ich höre auf jeden Fall schönes Wassergeplätscher. Ich sehe auch Wassertröpfchen. Ich glaube, über uns ist Wasser. Wie interessant. Alles schön begrünt. Oh, da, schau mal. Hier haben wir wirklich einen Wasserfall und so eine Löwenstatue. Auch mal interessanter Eingang. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gefällt mir. Coole Idee. So, wir gehen aber weiter. Hier haben wir auf jeden Fall Afrika-Style so ein bisschen. Das sind das selbstgebaute Gebäude? Ich weiß es nicht. Könnten auch die fertigen sein. Sehen auf jeden Fall relativ standardmäßig aus. Wobei mit diesen Vordächern, ich glaube, die sind selbstgebaut. Na, ich denke schon. Oh, wir haben hier sogar das erste Gehege direkt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, coole Idee. Du hast hier so einen kleinen Unterstand für die Menschen gebaut, wo sie sitzen können, wo sie dann essen können. Und dann können sie hier sogar durch eine Scheibe nochmal die ersten Tiere sehen. Und das sind Spießböcke. Oh, wie cool. Und sogar direkt in der Scheibe. Wie cool das ist. Schaut mal, wie nah man die beobachten kann. Finde ich cool. Aber du scheinst, relativ viel mit Barrieren gearbeitet zu haben. Ich finde es immer schöner, wenn das ein bisschen natürlicher ist, also so mit Felsen und sowas. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Also schlecht sieht das Gehege nicht aus. Ich finde das ganz cool, dass du es hier so ein bisschen hügelig gemacht hast. Ein paar Bepflanzungen, ein bisschen Wasser. Ist schon so ein bisschen eigener Style. Sieht halt sehr wüstenmäßig aus dadurch, aber finde ich nicht verkehrt. So, die Bäume. Okay, die sehen halt auch richtig cool aus. Das sind diese Afrika-Bäume. Die mag ich sehr gerne. Und Musik. Es sind noch so viele Leute, ne? Warte, wir spulen mal eben ganz schnell vor. Lasst euch nicht beirren davon. Oh Gott. Ich lasse mal eben ein paar Leute verschwinden und dann machen wir weiter. Okay, Leute, das hat jetzt länger gedauert als gedacht. Es sind immer noch 2700 Gäste da. Aber das ist, denke ich mal, jetzt eine ganz gute Voraussetzung. Jetzt können wir, denke ich mal, weitermachen. Ich will jetzt hier auch nicht ewig warten mit dem Weiterbesichtigen. Aber zu viel Gedränge ist auch nicht gut. Ihr seht jetzt schon, jetzt kann man auch ein bisschen was sehen vom Zoo. Ist auf jeden Fall besser jetzt. Jetzt kann man auch vernünftig hier hingehen und die Tiere beobachten. Das war auch so ein bisschen das Ziel. Schläft die oder ist die tot? Oder der Bock, ne? Ich glaube, der schläft. Wobei, ich sehe hier eine Lunge. Oh nein. Bitte sag, dass du schläfst. Nein! Zum Andenken an Spießbock. Ufaro. Nein. Ein alter Schwächer, immerhin. Okay, alle mal in die Kommentare. RIP Ufaro.
Der Arme. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier ein Tier sterben sehen habe. Oder fast sehen habe. Ah, schade. Obwohl, wir hatten schon mal den Todeszoo. Da waren ganz viele tote Tiere. Da lagen in den Gehegen nur noch Knochen. Okay, wo gehen wir lang? Links, rechts? Ich würde sagen links. Amopafu. Hier haben wir die Aldabra-Schildkröte. In einem schönen Gehege. Mit einem schönen Schildkrötenhaus. Cool. Da ist sogar ein Wasserball reingerollt worden. Der lag mal hier, glaube ich. Es gibt Futter. Yam, yam, yam. Ein Eisblock. Ein Eisblock in so einem Wüstengehege. Auch nicht schlecht. Ja, ein kleines, aber feines Gehege. Cool. Und hier haben wir schon das nächste. Ach, das ist hier nochmal das Spießbockgehege. Ich verstehe. Nochmal mit diesen abgerundeten Scheiben. Das benutzen in letzter Zeit echt viele von euch. Ich mag das ja auch sehr gerne mit diesen Scheiben. Weiß tatsächlich immer noch nicht, wie man das selber macht. Weil ich momentan gar nicht dazu komme, selber zu spielen. Ich besichtige halt momentan eigentlich nur eure Zoos. Das ist alles, was ich im Planet Zoo mache. Aber das macht auch am meisten Spaß. Das geht schnell. Oder einigermaßen schnell. Und da kann man viel erleben, viel sehen. Sich Inspiration holen. Ah, du hast hier wieder so einen Unterstand gebaut für das nächste Gehege. Trampeltiere. Okay, das Gehege gefällt mir sehr gut. Sieht cool aus. Bisschen natürlich auf die Barrieren, ne? Bin ich halt kein Fan von. Aber kann man natürlich machen. Dafür sind die Barrieren ja gedacht. Ich will darüber jetzt auch gar nicht so meckern. Aber ich mag das sehr gerne, wie du das hier mit den Hügeln hier gemacht hast. Auch mit dem Sandstein da so ein bisschen da drauf. Boah, wie laut sind die? Wie er da rausgehoppelt ist. Die sind ja cool, die Trampeltiere. Nee, sieht aber schön aus, das Gehege. Auch sehr wüstenmäßig, aber cool gestaltet, auch mit diesen grünen Dingern hier. Das hat irgendwie was. Okay, wir lassen die mal in Ruhe. Die sind nämlich sehr laut, die Dinger. Hier sind so Toiletten. Und hier ist ein Mitarbeiterbereich. Ah, okay. Ist hier sogar auch eingebaut, die Häuser. Nicht schlecht. Und dann geht's hier links zu dem nächsten Gehege. Auch wieder so ein begehbares Haus. Also da scheint sie großer Fan von zu sein. Aber wieder in einem anderen Stil. Mit so einem Glasdach. Oh, und Vivarien. Cool. Hier haben wir den Komodo-Varan. Du hast auch oft diese Scheiben hier benutzt. Finde ich auch ganz cool eigentlich. Glaube ich modernes Glas oder so. Wo sind die? Oh Gott. Was macht ihr, Dudes? Beruhigt euch. Ich glaube, wir sehen hier gleich noch einen Toten. Hey. Habt ihr euch jetzt beruhigt? Ich bin jetzt im Gehege. Gibt Ärger mit mir, wenn ihr jetzt... Was ist da denn los? Ach, die Zunge da hinten durchgekommen? Ich glaube, jetzt haben wir ein Tier sterben sehen. Oh mein Gott. Und alle nochmal RIP Lestari in die Kommentare schreiben. Der ist soeben im Kampf gefallen. Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist definitiv ein Highlight. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Ist jetzt auch... Ne, der lebt noch. Oh, ich wollte schon sagen. Ich dachte, sie sind einfach beide abgenibbelt. Der schläft jetzt einfach hier. Okay, auch nicht schlecht. Wow, das geht ja ab hier. Aber cooles Gehege wieder. Hier hast du das auch mit den natürlichen Begrenzungen gemacht. Finde ich um einige schöner als die Barrieren. Also wenn du hier Felsen drumherum machst. Man kann natürlich dann auch mal so, ja, das eine oder andere so ein bisschen höher machen vielleicht. Und dass das natürlicher aussieht. Aber hier hast du das sogar ein bisschen gemacht. Das sieht sehr gleichmäßig aus. Also man sieht halt, dass es künstlich angelegt ist. Aber ist schon auf jeden Fall viel, viel besser als mit so einer Barriere. Aber ansonsten finde ich das wieder ganz schön hier, das Gehege. Auch so einen kleinen Unterstand für die gebaut. Coole Sache. Und hier sind auch nochmal zwei Vivarien. Einmal die Gila-Krustenechse. Die chillt hier so ein bisschen. Und da hinten ist eine Schlange. Was ist das denn? Warum sind die so hell? Und das alles... Warte mal. Westliche Braunschlange. Das sind alles Albinos, oder wie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, 7 Stück. 7 Albinos. Oha. Okay, das ist krass. Die sehen voll cool aus. Sind die nicht voll selten? Nicht schlecht. Respekt, dass du so viele davon hast. Finde ich mega cool. So, hier geht's weiter. Hier sehen wir... Oh, Hyänen. Hyänas.
Ah, hier hast du das auch wieder mit dem Gehegebegrenzung mit Felsen gemacht. Finde ich auf jeden Fall viel cooler. Ach, da ist einer. Hab ich schon gewundert, wo sie ist. Boah, die hat auch schon ordentlich gekämpft. Och, die ist ja komplett mit Kratzern übersät. Was ist hier los? Okay, die scheinen gerade alle sehr müde zu sein. Wollen wir sie nicht weiter stören? So, hier geht's. Palmenimbiss. Oh, okay. Gehen wir mal was snacken. Hier gibt's so ein paar Fressbuden, wo man sich was holen kann. Hier sind ein paar Bänke. Und hier ist nochmal so ein schönes Glasdach mit ein paar Palmen und ein bisschen Wasser drin. Vielleicht hätte es hier noch einen Springbrunnen reinmachen können. Das wäre, glaube ich, cool gewesen. Oh, hier ist Beleuchtung drin. Wir müssen auf jeden Fall an die Perspektive bei Nacht denken. Was mir hier so ein bisschen fehlt, sind Tische, muss ich sagen. Für die Gäste, dass sie sich hinsetzen können mit ihrem Essen. Aber vielleicht finden wir das ja gleich noch hier. Mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall schon wieder das nächste Gehege, so wie es aussieht. Nämlich ein Katter-Gehege. Ah, abgegrenzt mit Wasser. Weil die trauen sich ja nicht durchs Wasser, die Katas. Das ist auch mal cool. Oh, guck mal. Hier kriegen wir voll viel zu Gesicht. Das war cool. Die Tiere machen richtig Action hier in deinem Zoo. Das ist mega, mega der Zufall, glaube ich. Was ich hier noch cooler finden würde, also ich finde das mega cool, wenn man das so mit Wasser abgrenzt, aber es wäre nochmal eine Nummer cooler, wenn du dieses hier auf einer etwas niedrigeren Ebene gemacht hättest. Dann hätte man nämlich noch mehr Überblick gehabt über das Gehege. Dass wir sozusagen ein bisschen erhöht stehen. Das wäre nochmal um einiges cooler, aber so ist auch schon sehr nice. So gefällt mir das schon sehr gut. Sieht aber sehr eckig aus hier. So. Vielleicht hättest du das hier noch ein bisschen... Ah, gut, das ist natürlich schwierig, wenn man so ein mega flaches Wasser macht, nur. Das sieht teilweise echt ein bisschen eckig aus. Vielleicht hättest du da echt noch ein bisschen überglätten müssen oder sowas. Weiß es nicht. Aber ist ganz cool. So, hier können wir auch nochmal die Hyänen angucken, so wie es aussieht. Na, seid ihr jetzt aktiv? Nö. Da hinten steht sie rum. Ja, soll sie mal. So, wir gehen weiter. Toilette. Links geht's auch noch weiter. Oh, hier haben wir nochmal schöne Deko. Bisschen Wasser. Cool. Mitarbeitereingänge. Oh, hier geht's zum nächsten Gehege. Oh, cool. Oha. Oh, wie süß. Oh, der kleine. Afrikanische Elefanten und Giraffen. Cool gemacht hier. Coole Idee. Vielleicht hättest du hier auch noch Wasser reinmachen können. Ich meine, so reicht das auch schon aus. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Wasser wäre auch cool gewesen hier noch. In dem Brunnen. Sieht auch fast so aus, als wenn das so ein Wasserbrunnen sein soll. Finde ich aber cool. Also das gefällt mir sehr gut. Und im Hintergrund dieser riesige Wasserfall. Auch eine coole Idee. Auf jeden Fall ein schönes Hintergrundbild. Wobei man halt sieht, dass der mega künstlich ist, ne? So ein Wasserfall. Sieht halt nicht natürlich aus, muss er aber ja auch nicht, ne? So ein Zoo ist ja auch nun mal künstlich angelegt. Und das ist ja auch nicht schlimm. Oh, ist aber cool. Schöne Idee. Auch ein sehr großes Gehege für die Tiere. Gefällt mir. Oh, da vorne geht es in ein Gehege rein. Gehen wir doch mal rein. Ein begehbares Gehege. Wo sind wir denn hier? Sieht auch sehr idyllisch aus. Mega cool. Auch mal eine andere Felsfarbe. Toll, gefällt mir. Ah, Flamingos haben wir hier. Oh, wie schön. Guck mal, Leute, das ist doch ein schönes Bild hier, oder? Die ganzen Flamingos da am Planschen. Und so diese roten Häuser im Hintergrund. Die können ja sogar ein paar Meter fliegen, nicht schlecht. Also wirklich wunderschön hier, so was man so zu Gesicht bekommt. Fällt mir gut. So, weiter geht's. Hier geht's. Willkommen im Hippo-Haus. Gehen wir mal in das Hippo-Haus. Oh, cool. Das ist hier ein richtig aufwendiges Haus gebaut. Mit Stützpfeilern und alles. Und hier kann man dann die... Oh, das sind, glaube ich, die Zwerg... plus Pferde beobachten. Oh, das ist auch cool. Das ist eine coole Aussicht hier. Sieht auch mega cool aus hier mit den Felsen, was du da gemacht hast. Vielleicht hättest du hier sogar die großen Flusspferde unterbringen können. Das Gehege scheint ja sehr groß zu sein. Wobei, na, die brauchen schon ziemlich viel Wasser und so, ne? Da hinten sind sie. Können sie leider gerade nicht gut erkennen.
Aber cool, dieses Haus. Gefällt mir sehr gut. Ich laufe hier mal durch und dann schauen wir mal, was wir so finden. Hier sind ein bisschen Essenssachen. Mal ein bisschen Deko. Sogar ingestaltet. Oh, und ein paar Tierchen hier noch. Haben wir wieder diesen Goliath-Frosch. Chillt da wieder. Jungs, ich muss hier mal ran. Ah. Da ist der Lehmanns-Falke-Frosch. Oder Schreckliche? Schreckliche. Lehmann war der schwarz-rote. Oh, da klebt er sogar an der Scheibe. Das habe ich auch noch nie gesehen. Mega cool. Was haben wir hier? Ist das das Gleiche? Ja, das ist das Gleiche, ne? Ja, das ist das Goliath-Frosch-Gehege. Da hinten ist das Hippo. Auch sehr schön begrünt hier. Und wir gehen mal hoch. Es gibt nämlich auch noch eine zweite Etage. Kann man dann auch noch sitzen. Oh, hier kann man sogar raus. Cool. Dann nochmal auf das Hippo-Gehege gucken. Ja, schon toll, ne? Also du hast sehr eckig gebaut, aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich mag abgerundet tatsächlich lieber, aber es ist alles sehr cool. Also du hast sehr schön gebaut und sehr coole Ideen gehabt. Und es ist alles sehr idyllisch, die ganzen Gehege und so. Macht echt Spaß, dein Zoo hier zu besuchen bis jetzt. Weiter geht's. Oh, hier kann man auch nochmal rausgucken. Guck mal, diese ganzen Ideen. Hier ist auch so anderes Glas verwendet. Das ist schon sehr cool, ne? Wow, tolles Haus hier, das Hippo-Haus. Gehen wir mal weiter. Hier geht's nämlich auch wieder raus. Nach draußen, okay. Ich würde aber sagen, wir gehen hier vorne weiter, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Oder hier ist gar nichts mehr, ne? Doch, hier ist noch was. Also hier sind wir gerade reingegangen. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier kann man noch links abbiegen. Ach, hier sind wir wieder bei den Elefanten. Ich verstehe. Kann man die auch nochmal sehen? Okay. Gehen wir jetzt hier zurück oder hier lang? Hier gehen wir mal lang. Oh, hier ist schon das nächste Gehege. Cool. Ah, das sind Geparden. Leider auch gerade mit dem Rücken zu uns. Aber ihr seht schon, was ich meine, ne? Also du hast halt einen sehr eckigen Baustil, aber trotzdem einen sehr schönen Baustil. Ja, eckig ist halt immer so eine Sache, ne? Also muss man mögen. Okay, hier ist Ende mit dem Weg. So. Okay, hier sind wir dann gerade rausgekommen, ne? Genau, hier vorne sind wir dann rausgekommen. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Hier können wir nochmal auf die Geparden gucken. Ah, sehr cool gemacht hier. Man kann schön von hier oben runterschauen. Aber hier sieht man das jetzt nochmal wundervoll, wie eckig das hier ist. Also ich glaube, so ein bisschen abgerundeter, das würde noch cooler aussehen. Aber deine Ideen sind echt nice. So. Oh, auch nochmal ein schönes Haus hier. Sieht richtig cool aus. Können die Leute nochmal chillen so ein bisschen. Oh, hier musst du... Ah, das ist natürlich immer schwierig, ne? Am besten ist es, wenn man dann hier die Wege so eine kleine Lücke drin lässt. Ich weiß, das kriegt man nicht immer hin, aber hast gerade gesehen, die Leute können halt durch die Wände laufen dadurch. Ist immer ein bisschen schwierig, aber kann man hinbekommen. So, okay, hier scheinst du noch nicht weitergebaut zu haben. Aber ist auch cool, dass man einmal rundum auf die Geparden schauen kann. Was machen die denn da hinten? Hey, Dudes. Macht jetzt hier nicht noch ein Todesopfer? Gott. Gott, ich habe gerade Angst. Ich kann nicht weggucken. Ich sollte einfach gehen. Okay. Das ist nochmal gut ausgegangen. So, hier geht's weiter. Hier was zu sehen? Nö. Die schauen sich einfach auf die Felsen an da. Oder sowas. Ah, guck mal. Erdfäckelchen. Süß. Da kann man auch einmal außen rum gehen. Hier hat man nochmal eine Glasscheibe, wo man durchgucken kann. Nochmal ein paar Essensläden. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen, aber bis jetzt glaube ich nicht. Also sieht ganz gut aus. Stimme versagt. Sorry. Auch wieder sehr interessant hier. Hier sind Tiger. Die machen richtig Action hier. Auch sehr interessant. Sieht echt schön aus, wenn man hier so rausguckt, ne?
Da ist auch eine Höhle. Sieht auch irgendwie voll cool beleuchtet aus. Ist da ein Scheinwerfer drin? Ich weiß nicht. Aber das ist voll cool, dass die Tiger hier so nah rankommen. Aber du hast das Glas auch gar nicht abgedunkelt. Oh, shit. Okay, das kann natürlich böse enden, ne? Ich glaube, das Glas würde ich hier abdunkeln auf dieser Seite. Weil ich glaube, die Tiger können da echt aggressiv werden. Wenn die ganze Zeit die Menschen gaffen. Das ist die Höhle. Hier geht es auch nochmal hoch. Ah, hier können die auch nochmal schlafen, die Tiger. Und dann geht es auch nochmal hier hoch. Oh, ist sogar ein Baby. Na du? Cool. Weiter geht's. Haben wir denn da rechts? Auf jeden Fall nochmal ein schöner Wasserfall. Und oh. Leistenkrokodile sind hier. Da hinten liegen sie. Oder ist das Ganges-Gavial? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ne, Leistenkrokodile. Hier geht's auch sogar in ein Haus rein. Und Vivarien. Okay, grüner Leguan haben wir hier. Da ist er. Und hier haben wir den grünen Insel-Leguan. Den Unterschied habe ich ja mittlerweile gelernt. Hier hat man nochmal eine wunderschöne Sicht auf das Krokodilgehege. Cool. Fehlt nur noch die Unterwassergalerie. Das wäre auch cool. Sowas mag ich ja immer sehr gerne. Am liebsten noch so ein Unterwassertunnel. Das ist am besten. Keine Kinder ins Becken werfen. Wow. Hier geht's in das nächste Haus rein. Essen, Trinken, Toiletten, Geld und einen wundervollen Ausblick. Es sieht wirklich alles voll idyllisch aus bei dir im Zoo. Sehr schön bepflanzt alles. Gibt's hier Tiere? Nee. Das ist einfach nur Deko, aber sehr schön gemacht. Und wo geht's jetzt lang? Ah, hier ist auch noch ein Gehege. Fast übersehen. Warzenschweine, okay, hier können die nicht rüberspringen. Die können, glaube ich, relativ gut springen, die Warzenschweine. Ich hatte damals auch schon mal so einen Ausbruch von denen. Na los, suhl dich. Brave Schwein. Ganz fein. Pumba, das machst du super. War sehr cool. Nochmal einen Unterschlupf. Oh, hier ist noch ein Gehege. Nilwarane. Klein, aber fein. Immer eine coole Idee. Hatten wir das schon gesehen? Wir sind gleich am Eingang, ne? Ne, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesehen. So, hier haben wir nochmal... What is going on? Hier haben wir Schnecken. Irgendwie finde ich das Tier im Vivarium nicht, Leute. Oh mein Gott, wie viele Schnecken sind das? Ich glaube, du hast ein Schneckenbefallproblem. Darum solltest du dich kümmern. Und hier haben wir den Lehmannsfallgefrosch und du hast auch ganz schön viele davon. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass man so viele davon haben kann. Die sind ja überall. Habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Ich glaube, wir sind doch noch nicht am Ende. Doch, sind wir wohl. Ah, ich glaube, wir haben einmal alles durchwandert. Schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. So, jetzt sieht man direkt, dass du einen sehr eckigen Baustil hast. Sieht man ganz gut von oben. Aber trotzdem sehr cool. Ne? Das ist nur ein persönliches Manko von mir, weil ich das halt nicht so gerne mag. Aber trotzdem sehr idyllisch hier alles. Mir gefällt das echt gut, wie du alles bepflanzt hast. Dann die Kombination aus Wasser, Deko und Pflanzen. Das war alles so schön. Also ich habe mich wirklich entertained gefühlt bei deinem Zoobesuch. Ich glaube, wir haben aber nichts übersehen soweit. Ganz gut aus. Trampeltiere. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Aber der riesige Wasserfall. Krass, ne? Sehr schön. Also für mich, das hier war wirklich ein Highlight. Dieses Häuschen. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch das Gehege gefällt mir richtig gut. Hier waren die Geparden. Ja, mega. Also hat richtig Spaß gemacht, seinen Zoo zu besuchen. Haben wir das hier gesehen? Ach, das waren die Tiger. Das ist auch ein sehr interessantes Gehege hier. Mega cool gemacht. Wir müssen natürlich jetzt noch bei Nacht rausfinden,
Den König der Tiere sollen wir bei Sonnenauf- oder Untergang? Gott, Leute, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Wo ist der König der Tiere? Ich hab schon so gedacht, dass das hier gemeint ist vielleicht. Ist doch irgendwie Sonne oder Auf- oder Untergang geschrieben. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich bin aber auch immer vergesslich. Gerade was sowas angeht. Versuch's herauszufinden, Leute. Das Quiz, die Quiz-Herausforderung nehme ich an. Oh, hier ist sogar ein Glasdach. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, cool. König der Tiere. Ist ja eigentlich der Löwe, ne? Würde ich jetzt so sagen. Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Deswegen dachte ich auch, das wäre hier oben gemeint. Ich mache mal Nacht. Vielleicht sehen wir dann irgendwas Besonderes. Oh, oh mein Gott, das sieht cool aus. Das ist awesome. Das ist ja cool beleuchtet. Richtig nice. Ich glaube, du meinst aber das hier, oder? Habe ich damit recht? Soll das hier ein Löwe darstellen? Nee. Hätte ja sein können, dass das ganze Feld so wie die Swings ist. Das wäre eine coole Idee, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen. Ah, doch, hatten wir schon mal, dass jemand die Swings nachgebaut hat. Das war, glaube ich, im Jumanji Wildlife. So, das habe ich aber erst, glaube ich, das habe ich gar nicht im Video richtig angemerkt. Habe ich, glaube ich, im Nachhinein erst bemerkt. So, hier ist auch nochmal schön beleuchtet. Auch coole Leuchtsäulen, habe ich so auch noch nie gesehen. Oh, waren wir hier drin? Hey, waren wir drin? Oh mein Gott, das sieht auch richtig cool aus. Der grüne Scheinwerfer hier. Schaut mal, wie cool das von oben aussieht. Okay, man kann schon echt viel mit Licht machen bei Planet Zoo. Nicht schlecht. So. Da werden wir aber nichts übersehen. Schreib sonst gerne in die Kommentare, was du damit meintest. Ob ich recht hatte mit dem da oben oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ist auch nochmal schön beleuchtet. Weil so auf die Schnelle finde ich das Ganze jetzt leider nicht. Ist auch nochmal ein schöner Scheinwerfer. Ah, richtig cool, diese Lichtspiele. Das sieht schon mega nice aus. Hat richtig Spaß gemacht, dein Zoo zu besichtigen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat am besten, wie der Zoo euch gefallen hat und wie euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch drüber freuen. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich, ach nee, bevor ich es vergesse, falls ihr auch einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Und jetzt bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.